wenn du der 500 beste Unternehmer der Welt wärst, dann wärst du Multimilliardär. Auf welchem Platz bist du da jetzt gerade angekommen? Der Druck ist irgendwie, fühlt sich so enorm an, ja. So für, auch für mich mit 25 jetzt auch auf jeden Fall die nächsten Jahre alles richtig zu machen, das ist weil Gift. Ja, mit 30 ist ja eigentlich schon vorbei. 1,9 Millionen Dollar Investment. Heutzutage ist das vielleicht nicht viel Geld, ja? Also was ich herausgefunden habe, ist, dass sie mich betrogen haben. Was war die größte Summe, die dir jemals geklaut wurde? Schlimmste war, glaube ich, ein paar hunderttausend Dollar. Und jetzt bist du jemand, der das ganze Geld hat. Du könntest sagen, du hörst jetzt auf zu arbeiten, aber bist du glücklich? Freunde, wusstet ihr, dass ihr wahrscheinlich eine Menge Geld verschenkt? 12 Millionen Menschen in Deutschland machen keine Steuererklärung. Und das, obwohl 9 von 10 Menschen, die eine Steuererklärung abgeben, am Ende Geld vom Staat zurückbekommen. Und das sind im Schnitt mehr als 1000 Euro pro Jahr. Jetzt fragst du dich sicher, wie geht das? Und vielleicht hast du auch gar keine Lust, das zu machen. Und vielleicht ist es auch alles viel zu kompliziert. Und an der Stelle kommt Zasta ins Spiel. Das Ganze funktioniert so, du gibst einfach ein paar Daten bei zasta.de ein, wie Name, Adresse und Steuer-ID. Das dauert keine 5 Minuten und bedeutet auch kein Papierkram und auch relativ wenig Stress, würde ich sagen. 5 Minuten ist entspannt. Anschließend prüft Zasta dann kostenlos, ob du Geld zurückbekommst oder nicht. Wie hoch deine Erstattung ist, sagt dir Zasta dann nach 3 Tagen und sendet dir ein Angebot. Und ja, dann kannst du entscheiden, nee, doch keine Lust darauf oder ja, die Steuerberater von Zasta sollen meine Steuererklärung einreichen. Das Beste ist, die Gebühr für den Steuerberater wird erst bezahlt, wenn dein eigenes Steuergeld angekommen ist und die wird dann mit der Erstattung automatisch verrechnet. So hast du kein Risiko. Ich kann mir gut vorstellen, dass da für viele von euch einige Euros drin sein werden. Also checkt einfach mal den Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr direkt zu Zasta. Und ich würde sagen, ich habe jetzt alles erklärt. Ich freue mich auf das Gespräch mit Saygin und wir legen los. Großartig. Gut, Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute einen sehr speziellen Gast hier neben mir sitzen. Ich weiß nicht, wie viele von euch Saygin schon kennen, aber du kannst dich einmal kurz selber vorstellen, mein Lieber. Saygin Yalçın, ich bin Unternehmer aus Dubai, aber gebürtiger Bremer. Gebürtiger Bremer, du sprichst Deutsch, du bist Unternehmer. Ich muss sagen, ich habe dich vor ein paar Jahren das erste Mal irgendwie im Internet gesehen mit irgendeiner Überschrift, der Milliardär. Hier, der Mann ist Milliardär geworden und ich werde dir dazu heute natürlich auch einige Fragen stellen. Ne? Das gehört dazu, weil ne, das ist kein Geheimnis. Aber vielleicht erzählst du mir als erstes mal was über deine Kindheit, weil du bist Deutsche, das haben wir jetzt gerade schon gehört. Also du hast zumindest die Sprache total drauf, lebst heute nicht mehr hier, aber bist in Bremen aufgewachsen. Genau, ich bin in Bremen aufgewachsen mit türkischem Migrationshintergrund, heißt das ja. Also meine Großeltern sind in den 60ern nach Deutschland gekommen. Und ich bin dann in den 80ern in Bremen geboren. Ja, eigentlich relativ normal aufgewachsen. Plattenbau, wollte relativ früh dann auch reich werden. Und die Idee dahinter war einfach nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt so ein luxuriöses Leben haben, sondern weil ich mit 8 Jahren die Geburt meiner Schwester miterlebt habe und sie wurde dann relativ schnell schwer behindert. Also mit 5 Monaten habe ich das entdeckt in der Küche. Da war sie blau angelaufen, hatte dann, ja, was wir im Nachhinein herausgestellt haben, einen epileptischen Anfall. Und ich als Kind, damals war ich 8, habe dann gesagt, wenn ich jetzt reich werde, dann kann ich ihr die Gesundheit kaufen. Wow. Und so war mein Antrieb dann. Ja, das hat sich bis heute nicht geändert. Allerdings habe ich dann meine Methode geändert. Ich wollte erstmal Fußballprofi werden. Weil ich gesagt habe, die sind relativ reich, dann kann ich jeden Arzt kaufen. Das habe ich dann auch bis zur A-Junioren-Bundesliga gemacht. Ich war halt nicht ein super Fußballspieler, aber ich habe halt alles gegeben. Das war halt mein Leben. Habe dann relativ schnell gemerkt, dass wenn du der 500-beste Fußballspieler der Welt wärst, wärst du immer noch nicht ultrareich. Wenn du der 500-beste Unternehmer der Welt wärst, dann wärst du Multimilliardär. Auf welchen Platz bist du da jetzt gerade angekommen? Nee, noch lange nicht dort. Also ich würde einfach nur sagen, statistisch gesehen ist es viel wahrscheinlicher, dass du mit Unternehmertum ultrareich wirst als mit Fußball. Echt jetzt? Ja, klar. Okay. Also ich war, du musst dir mal vorstellen, es gibt so viele gute Fußballspieler und
und dann noch Profi zu werden. Deswegen habe ich so viel Respekt vor den Fußballprofis, weil ich einfach weiß, wie schwierig das ist. Also du hast vielleicht 10 Millionen Konkurrenten in einem Land, also wie Deutschland, ne? Und dann schaffen es vielleicht ja so 1000. Das ist nicht einfach. Und von den 1000 sind auch nur die Top 10-20% wirklich sehr, sehr reich. Ne? Aber da musst du als junger Mann eigentlich auf so eine Erfolgsspur, wo ne, A-Junioren-Bundesliga, da träumst du natürlich auch von vielen Dingen, die darauf dann folgen könnten, der erste Profivertrag oder so, da musst du ja trotzdem so klar diesen Plan gehabt haben, ich möchte irgendwie schnell auch an Geld kommen, um irgendwie deiner Schwester da was Gutes tun zu können. Genau. Es war für mich nicht so klar, aber schon wahrscheinlich, dass ich zumindest studieren musste. Ne? Aus meiner Perspektive damals. Ich war 19, als ich aufgehört habe. Aber ich habe nicht direkt gesagt, ich werde Unternehmer, sondern ich habe gesagt, vielleicht was Solides studieren und habe dann gesagt, ich werde Schönheitschirurg. Oh. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch Teenie. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, als Kind sagt man Fußballprofi, als Teenie sagt man, solides, vielleicht Arzt, Schönheitschirurg sind die teuren, nicht die teuren Ärzte unbedingt, aber die reichen Ärzte, dachte ich. Ja? Und was ich gemacht habe, ist zu sagen, okay, wie finde ich denn heraus, wie viel sie verdienen? Wer sind überhaupt die reichen Schönheitschirurgen? Dann bin ich in eine Bibliothek gelaufen und habe mir dort beim Bibliothekar gesagt, gib mir mal alle Bücher, die deutsche Schönheitschirurgen geschrieben haben. Dann hat er mir die ausgeliehen, habe ich die gar nicht gelesen, die Bücher, sondern ich habe hinten nur geguckt, wer das geschrieben hat und habe die dann angerufen. Und habe gesagt, hier, ich bin ein 18-Jähriger, 18,5, 19 war ich ungefähr, habe gesagt, ich möchte entscheiden, ob ich das machen soll, seid ihr reich? Ja? Hat natürlich gedauert, an die ranzukommen. Viele haben dann gesagt, hey, du, entweder habe ich keinen Termin bekommen, aber bei zwei bin ich durchgekommen und die haben gesagt, pass auf, erstens machst du es nicht wegen dem Geld. Zweitens, wenn du dann irgendwann mal selbstständig sein könntest, bist du schon knapp 40. Ja, also realistisch, bis du das Geld hast, bis du die Erfahrung hast. Du musst ja 7 Jahre studieren, ne? Und du musst 600 eigenständige Operationen gemacht haben, bevor du dann irgendwie ästhetisch-plastischer Chirurg wirst. Also was wir umgangssprachlich Schönheitschirurg nennen. Aber das hat ja mit deinem Plan irgendwie auch schnell zum Erfolg zu kommen, genau. Nicht so ganz. Das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt. Allerdings habe ich es immer noch nicht eingesehen. Man belügt sich damals, ja, und habe dann mich beworben bei dem Krankenhaus in der plastischen Chirurgie in Bremen, im größten Krankenhaus Bremens. Und ich wurde auch angenommen für ein Praktikum, weil man muss erstmal ein Praktikum machen, bevor man studieren darf, okay. Medizin studieren darf. Und da wurde ich nach 8 Wochen gefeuert. Warum? Du musst mal überlegen, warst du so schlecht oder was? Überleg mal, wie schlecht man sein muss, wenn man bei einem unbezahlten Job gefeuert wird. Wow. Okay. Ich hab einfach nichts Medizinisches machen können. Also erstens durfte ich nichts, aber ich konnte noch nicht mal dabei sein. Also ich konnte kein Blut sehen, keine Misere sehen. Ich habe Brot geschmiert, Kaffee gebracht. Ich war halt einfach ein guter Freund in der... Ja, das war eigentlich schon... Ja, das waren schwer kranke Menschen. Meistens, man stellt sich immer vor, dass das irgendwelche schönen Menschen sind. Das waren eigentlich nur so Autounfälle oder so. Das ist ja plastische Chirurgie. Mhm. Oder wiederherstellende Chirurgie und nicht unbedingt schöner machende Chirurgie. Und ja, die haben gesagt, pass auf, du wärst der schlechteste Arzt, aber bestimmt einer der besten Unternehmer. Das hat die Krankenschwester mir gesagt. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, und dann habe ich wiederum das Gleiche gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich suche jetzt die besten Unis für Business. Ja, habe die dann gerankt und habe dann ganz unten angefangen, mich zu bewerben. Also ich habe gesagt, fang nicht ganz oben an, du brauchst ja ein bisschen Training. Und habe dann herausgefunden, dass es eine private Business School gibt in Deutschland, die sehr gut für Unternehmertum ist. Und das alles wegen der Krankenschwester, die gesagt hat, ah, der Mann kann gut. Also zusammengefasst, ich glaube, ich habe mir schon noch andere Gründe herbeigerufen und zusammengebastelt. Aber ich habe auch selber gemerkt, dass es mir Spaß gemacht hat. Parallel dazu war ich ja auch DJ. Ja. Oh, okay. Ja. Ich war 11 Jahre lang DJ. Was für so eine Musikrichtung? Ich habe alles, was man so im Club hört, so Hip-Hop, R&B, House, Electro. Das habe ich 11 Jahre lang gemacht, das war eine separate Geschichte, weil ich auch dachte, Musiker und Produzenten sind sehr reich. Das habe ich mit 15, 16 angefangen. Krass.
krass. Guck mal, da hast du genau die beiden Sparten, die so Jugendliche, glaube ich, auch heute noch so sehen, abgedeckt. So, ja, entweder ich werde Fußballprofi und damit ganz schnell ganz reich, oder ich werde Gangster-Rapper oder irgendwie in der Musikbranche aktiv und erfolgreich, yeah, und verdiene dadurch viel Geld. Und genau das möchte ich euch auch, die zuschauen, dein Publikum ist vielleicht genau in dem Bereich gerade, wo sie herausfinden wollen, was sie machen sollen, wie man so erfolgreich wird. Ja, genau das habe ich auch gedacht. Ich habe ja genau die leidenschaftlichen Bereiche abgedeckt. Also so, ich liebe Musik, das heißt, ich sollte was in Musik machen. Ich liebe Fußball, das heißt, ich sollte was im Fußball machen. Und sowas Solides, ja, also Medizin, Jura und solche Sachen. Ja, ich wollte auch Wirtschaftsrecht vielleicht so kombinieren mit Jura noch, weil es sich das so solide anhört. Das, was man von den Eltern meistens hört. Ja? Naja, wenn du einen Abschluss machst, dann hast du den in der Tasche. Das, ja, das gilt genau, ja, irgendwie bis heute erstmal als Credo. So. Ja, und das, du musst dir vorstellen, ich rede hier von 2003, 2004, mhm, ja, wo ich dann angefangen habe zu studieren, war 2004. So. Was ich herausgefunden habe, erstens im Nachhinein, also in Hindsight, wenn man zurückschaut, dass Leidenschaft nicht unbedingt Kompetenz bedeutet. Ja? Also das heißt, weil du unbedingt leidenschaftlich für ein Thema bist, heißt es nicht, dass du der Beste in dem Bereich bist. Also du musst am besten probieren. Ich glaube, dieses ganze Herumraten und dann nur Basketball spielen mit einem Schuss, das macht dich nicht erfolgreich. Sondern probier wirklich. Das, was ich dir mitgeben kann, ist, du bist jung, ja? Und jung heißt, unter 45 bist du noch jung. Okay. Die erfolgreichsten Unternehmen der Welt, gemessen an den Top 1% der Wachstums-Startups, werden von 45-Jährigen gegründet. Okay, das ist krass. Ja, das ist krass. Das ist, was ich euch mitgeben möchte. Ihr seid alle noch jung. Also, sogar mit 45 bist du gerade mal dort, wo die meisten erfolgreichen Menschen anfangen. Aber kennst du nicht diese Ausschnitte, wo dann gesagt wird, ja, in meistens auf Englisch so, in your 20s, also in deinen 20er Jahren musst du unbedingt erstens, zweitens, drittens, viertens machen, 5 Häuser kaufen und zumindest die Kredite schon mal anfangen abzubezahlen, damit du dann mit 40, 45 mit deiner Familie da einziehst. Also der Druck ist irgendwie, fühlt sich so enorm an, ja, so auch für mich mit 25 jetzt auch auf jeden Fall die nächsten Jahre alles richtig zu machen, weil ja, mit 30 ist ja eigentlich schon vorbei. Das ist Gift. Okay. Ja, es gibt natürlich Leute, die mit in den 20er Millionäre werden. Aber wer hat es in die Welt gesetzt, dass das die Norm ist? Das ist nicht die Norm. Klar, schieß Richtung Mond. Aber bitte sei nicht depressiv, wenn du nicht mit 20 oder 28 oder 30 Millionär bist. Das ist nicht die Norm. Und das ist auch nicht von irgendjemandem erwartet. Das heißt, ich sage euch nur, was die Realität ist. Social Media zeigt euch immer nur die Outlier, also die Überflieger. Und setzt euch nicht unter Druck und sagt, ich muss der Überflieger sein. Nein, das sorgt nur dafür, dass du es eben nicht bist, weil du dann sofort aufgibst. Okay, du bist aber irgendwie mit so einem Mindset unterwegs gewesen, dass du zu einem dieser Überflieger werden willst und irgendwie hast du es geschafft, aber ich verstehe noch nicht so ganz, an welchem Punkt du dann richtig abgebogen bist, weil Fußball angesetzt, verstanden, das wird nicht das Gelbe vom Ei sein, was ich am Ende erwarte. Mit der Medizin, die Nummer, wenn du kein Blut sehen kannst, ist es halt schon ein bisschen schwierig. Das kann man zwar lernen, das weiß ich, aber du warst scheinbar nicht gemacht dafür. Und dann Business Schools rausgesucht, irgendwie eine dann genommen. Und was hast du dann studiert? Wirtschaftswissenschaft? BWL. Ja, okay. Diplomkaufmann. Ich bin noch der letzte Diplomkaufmann-Jahrgang. Danach wurde das umbenannt auf Master, also Bachelor und Master. Also der Diplom ist der Master-äquivalente Studiengang. Aber das mit dem Abbiegen, das Wichtige ist, dass man abbiegt. Nicht, ob man jetzt, wenn man stehen bleibt, das ist ein Problem. Ja? Ich bin abgebogen und immer wieder Richtung Ziel gegangen. Ja? Das ist wie im Labyrinth. Du musst halt eigentlich immer nur abbiegen. Das einzige Mal, wo du versagst, ist, wenn du aufhörst zu laufen. Stell dir das wie ein Labyrinth vor. Mhm. Ja, wenn du im Labyrinth aufhörst zu laufen, kommst du nicht raus. Solange du aber läufst und abbiegst, irgendwann wirst du deinen Weg finden. Und das war, glaube ich, das, was ich im Nachhinein dann gelernt habe. Ich habe einfach so viele Sachen probiert, wo ich gesagt habe, hey, ich habe Zeit. Ja? Was ist ein Jahr? Probier ein Jahr. Wenn du 5 Jahre lang probierst, hast du 5 Leidenschaften ausprobiert.
Das ist mega. Das ist mehr, als was die meisten Menschen überhaupt machen. Die probieren gar nicht. Die existieren einfach nur und laufen, ja, dem Strom entlang oder lassen sich einfach nur mit der Strömung gehen. Und das ist, glaube ich, wo man raus muss. Wenn man das versteht, dann wird man auch irgendwann treffen. Aber dann lass uns mal auch kurz da mal ausschweifen. Ich merke, du machst dir sehr viel Gedanken auch über Menschen, über Gesellschaften an sich. Und ich habe da auch schon mir Gedanken drüber gemacht, weil die Frage stellen sich sehr viele, wenn sie ihre Ausbildung gerade machen und da vielleicht nicht den tiefsten Sinn drin sehen oder dann im Berufsleben ankommen und einfach so eine Grundunzufriedenheit haben, aber die dauerhafte Miete im Nacken, dann muss irgendwie das Auto bezahlt werden, vielleicht gibt es schon Kinder, die in der Welt sind. Das sind ja alles Themen, die Menschen da draußen haben. Und dann zu sagen, ja, okay, ich breche jetzt da aus, ich mache jetzt nicht mehr diese Daily Routine, die mich aber am Leben hält und meine ganzen Menschen, die um mich herum irgendwie auch, ne, so meine Kinder oder sowas oder meine Partnerin, die vielleicht noch in der Schule ist oder was auch immer, ich bin da in der Verantwortung mir gegenüber, meiner Zukunft gegenüber, und da dann zu sagen, ja, ich gehe da raus, ist halt auch verdammt schwer. Weißt du, was ich meine? Natürlich ist das schwer. Einfach wird es nicht sein. Und 97% der Menschen machen genau das. Die sagen, ja, ich habe gerade was anderes und finden einfach nicht den Weg hinaus. Diesen sogenannten Sprung ins kalte Wasser. Und dafür habe ich auch, übrigens, ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe hier ein Buch geschrieben. Auf Deutsch gibt es das auch. Das ist jetzt die englische Version. My children will be born rich. Meine Kinder werden reich geboren werden. Okay. Genau. Und hier habe ich es auch erklärt. Und zwar geht es darum, dass ich sage, warum sehen die meisten Menschen Unternehmertum als riskant? Ja? Was ist überhaupt Risiko? Ja, es gibt ja vier Arten von Risiko im Unternehmertum: Marktrisiko, Produktrisiko, Teamrisiko und Finanzrisiko, ja? Finanzierungsrisiko. Wenn man diese Sachen versteht, dann weiß man eigentlich, dass die Leute eigentlich nicht über Unternehmensrisiken sich fürchten, sondern über ungewisse Unsicherheiten, heißt das. Unbekannte Unsicherheiten. Das heißt also, die wissen nicht, was passieren wird. Gar nicht. Hast du ein Beispiel? Ja, ich kann dir zum Beispiel, ich sag dir, warum das dazu führt, dass die Leute erst gar nicht anfangen, beziehungsweise wenn sie anfangen, dann direkt scheitern. Weil es gibt 6 Schritte, ja, und sie überspringen die wichtigen Schritte. Der erste Schritt ist der unternehmerische Geist. Ja, das heißt also, möchte ich überhaupt Unternehmer werden? Und viele Leute holen sich das aus Social Media und sagen, boah, das motiviert mich, ich bin jetzt inspiriert, ich will Unternehmer werden. Ja? Das ist gut, das ist der erste Schritt. Viele nennen das Mindset. Aber viele dieser Mentoren oder Gurus online, die hören dann auch genau dort auf. Die geben dir nur das Mindset. Aber das Handwerk ist ja der Rest. Mhm. So, der nächste Schritt ist Ideengenerierung. Also du musst ja eine Business-Idee irgendwie bekommen, ja, und die auch bewerten können. Und da sage ich immer, du brauchst gar nichts erfinden. Also viele Leute denken, sie müssen Erfinder sein. Die erfolgreichsten Unternehmen der Welt sind nicht Erfindungen. Sie sind nur innovative Implementierungen von existierenden Businesses. Also nicht das Rad neu entwickeln, sondern ein besseres Rad machen oder so. Besser, schneller oder günstiger. Mhm. Ja, ganz einfach. Und du sagst dann, okay, wie finde ich sowas? Schau doch mal in andere Märkte. Es gibt viele Businessmodelle, die in anderen Märkten funktionieren und noch nicht in deinem Markt existieren. Ja? Das heißt, du hast schon mal ein Risiko weggenommen, das Produktrisiko. Das Produkt funktioniert schon. Vielleicht hast du sogar schon das Finanzierungsrisiko weggenommen, weil du gesehen hast, dass das Business in einem anderen Markt schon Investoren herangezogen hat. Das heißt, da gibt es schon so ein sogenanntes Proof of Concept. Sagen wir, du hast die Business-Idee schon, du kannst sie bewerten. Und das ist auch ein Handwerk. Also da musst du auch bestimmte Fragen beantworten können. Was ist denn der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist eben nicht, irgendeinen reichen Menschen anschreiben und sagen, ich brauche Geld. Nicht überspringen. Sondern dann findest du erstmal, musst du die Methode des Business-Plannings lernen. Also wie schreibst du einen Geschäftsplan? Was sind denn die Zahlen? Jetzt nicht der Text, sondern die Zahlen. Wie groß muss der Markt sein? Wie viel Anteil kann ich davon haben? Was für einen Umsatz muss ich generieren? Was sind meine Kostenstrukturen? Wenn du das hast, dann weißt du auch, wen du wann einstellen kannst. Zu welchem Budget. Das ist der nächste Schritt, dein Team.
So, jetzt hast du ein Team schon mal in Aussicht oder schon eingestellt. In diesem Fall, als ich 24 war, nach meinem Studium, bin ich ja nach Dubai gezogen. Mit dem Rucksack und habe gesagt, ich habe diese Geschäftsidee, habe mich in ein Restaurant gesetzt mit kostenlosem WLAN und habe gesagt, okay, ich schreibe jetzt meinen Businessplan. Ich hatte aber kein Team und die Investoren auch noch nicht. Ich hatte ein bisschen Connections, aber ich hatte noch nicht eine Zusage oder irgendein Termsheet, also irgendein Angebot. Jetzt musste ich das Team überzeugen, dass sie bei mir mitmachen. Und die sagen natürlich, hey, ich habe hier einen Job, warum soll ich bei dir anfangen? Da habe ich gesagt, ja, weil ich, hier, das ist der Businessplan, du kannst Pioniersarbeit leisten in diesem Markt. Du kannst der Erste sein, in diesem Fall war es, Online-Fashion anzubieten, Online-Mode. Also ihr habt einfach Mode verkauft? Ich habe, mein erstes Business war ein Online-Modegeschäft, das größte im Nahen Osten, dann im Nachhinein, wo wir einfach Mode mit Discount verkauft haben. Ja? Mit so Rabatten oder was? Genau. Okay. Wo wir gesagt haben, hier bis zu 90% Rabatt auf Markenprodukte, die aber schon vielleicht von der letzten Saison waren. Also nicht die jetzige Saison. Das heißt, was übrig geblieben wurde, ist bei den Marken, die verkaufen sie dann mit Discount. Das heißt, es waren Originalartikel von Originalartikel. Hoch angesehenen Marken, genau. die ihr sehr, sehr, sehr günstig einkaufen konntet. Genau. Und dann etwas teurer verkaufen konnte. Korrekt. Und das Modell gab es ja schon in verschiedenen Ländern, nur halt nicht im Nahen Osten. Und wir haben das, wie gesagt, nicht erfunden, sondern einfach auf den Markt adaptiert. Gut, das machst du nicht alleine. Dafür brauchst du natürlich Leute, die mit dir mitarbeiten, klar. Korrekt. Und die muss man überzeugen. Jetzt habe ich noch kein Geld. Ich habe jetzt Leidenschaft, ich habe einen Businessplan und ich habe eine Überzeugung, ja, dass ich das machen werde. Das Team braucht natürlich auch Gehälter. So, in diesen Spagat muss man halt irgendwie hinkriegen. Und das war dann bei mir so, dass ich dann zu den Investoren gegangen bin und habe gesagt, hey, ich habe hier ein super Team, potenziell. Die warten eigentlich nur auf ein Investment. Und dem Team habe ich gesagt, hey, ich habe schon Investoren, die würden investieren, wenn wir jetzt anfangen. Boah, aber das ist riskant. Ja, das ist auch riskant. Das ist riskant. Also wenn eine der Seiten irgendwie schief läuft. Genau. Und diesen Spagat, du musst dir vorstellen, ich dachte einfach, okay, ich hatte 5.000 Euro auf Kreditkarte. Ja? Das ist ja in so einer Größenordnung nicht mehr so wirklich viel. Ja, ich kann mich noch erinnern, 2009 irgendwann bin ich nach Dubai gegangen und dann komplett rübergezogen war das am 4. Januar 2010. Und ich habe gesagt, egal, ich kann jetzt 2 Monate mit meiner Kreditkarte einfach alles bezahlen, überziehen und dann irgendwann kriege ich schon das Geld. Und dann ist eine Katastrophe passiert. Und zwar ist von dem Jahr 2009 auf 2010 gab es einen Chipfehler bei 60% aller Kreditkarten, die in Deutschland ausgestellt wurden. War auch überall in den Nachrichten, nur ich habe es halt natürlich nicht mitbekommen und meine Karte hat einfach aufgehört zu funktionieren. So, und ich war mitten in den Gesprächen. Jetzt musst du dir vorstellen, ich versuche jetzt natürlich das Team habe ich gesagt, hey, Investoren machen schon mit. Und Investoren, habe ich gesagt, wir haben schon ein Team. Ja, und dann gibt's diese Phase, wo ich halt dieses Risiko auf mich genommen habe. Und dann funktioniert die Kreditkarte einfach nicht mehr. Und ich konnte wirklich nur noch mit meinem Geld, also Taschengeld, ins Office fahren von dem potenziellen Investor. Ja, ich hatte wirklich nur noch Geld fürs Taxi. Und dann komme ich dahin und der Investor ist nicht mehr da und nur seine Rezeptionistin. Hast du nicht auch in so einem Moment nicht mal gedacht, so, okay, jetzt ist vorbei? Also genau. Und ich hatte zum Beispiel keine Wohnung, ja. Also in Dubai konntest du kein Visum bekommen, wenn du keine Firma hattest, die dich sponsert. Ich habe ja noch keine Firma gründen können ohne Investment. Dadurch hatte ich auch keine Wohnung mit Strom und Wasser und alles. Ja? Hotel war für eine Woche bezahlt, irgend so ein Billighotel. So, dann bin ich an die Rezeption gefahren. Und da ist die Rezeptionistin, die verdient ja echt nicht viel Geld. Ja. Und sie hat mir einfach $500 geliehen. Geliehen? Ja, die hat einfach gesagt, sie kannte mich als so den CEO von dem potenziellen neuen Startup. Mhm. Und ich kam dahin und ich sage, ey, ich habe gerade ein Riesenproblem. Und dieser Boss hat mir $500 geliehen. Ja. Und ich so, wow. Das hat an mir noch ein bisschen Luft gegeben für Essen, Trinken, solche Sachen. Und dann habe ich wirklich tagelang mit den Investoren am Telefon, also mit dem Finanzdirektor, verhandelt. Habe gesagt, hey, gib mir wenigstens einen Kredit.
für die nächsten 2 Monate, sodass ich mein Team schon mal Gehälter bezahlen kann und vielleicht ein bisschen was zum Überleben habe. Und wenn nicht, dann zahle ich das schon selber. Dann haben die mir 40.000 Dollar Kredit gegeben. Mit Western Union Cash überwiesen. Also die konnten mir ja keins überweisen. Dann habe ich das Cash von dem Western Union, kennt ihr ja dieses Cash-Haus, wo man dann mit so einem Code dann Geld abholen kann. Damit habe ich dann Cash meine Mitarbeiter bezahlt. Ja? Und habe damit dann auch jetzt ein Rennen gegen die Zeit gehabt, um diese Lizenz zu bekommen, um diesen Deal abzuschließen mit den Investoren. Und das kam dann wirklich genau 2 Monate später. 1,9 Millionen Dollar Investment. Puh. Ja. Als 24-jähriger Mann. Das war auch ein ganz, heutzutage ist das vielleicht nicht viel Geld, ja. Also für eine Seed-Runde. Ich habe schon Sachen gesehen, gut, immer noch viel Geld, ne? Also 1 Million Euro Seed-Runde sehe ich hier schon öfter, mittlerweile. Damals im Nahen Osten war das schon echt viel, ja. Und auch richtig gute Investoren, also internationale. Ich hatte Deutsche dabei, ich hatte New Yorker Hedgefonds dabei, indirekt über einen Local Operator. Und das war, für mich dachte ich dann, wow, das war so eine Erlösung. Aber du musst dir vorstellen, in der Zwischenzeit hatte ich dann, ich hatte ja keine Wohnung, ich kannte mir das Hotel dann nicht mehr leisten und musste mir dann in der Zwischenzeit über einen anderen Namen eine Wohnung mieten. Mhm. Und in Dubai ist das so, dass du diese Wohnung nicht einfach mieten kannst. Du kannst sie zwar mieten auf einen anderen Namen, aber Strom und Wasser hatte ich immer noch nicht anschließen können. Das heißt, ich habe dann in dem öffentlichen Pool, jedes Gebäude hat so einen kleinen Pool und so eine öffentliche Dusche, dort dann geduscht. Aber während du über 2 Millionen Investments irgendwie verhandelt hast. Ja, genau. Also das ist, warum ich das erzähle, ist einfach nur, man sieht im Endeffekt nur die Stories, die geklappt haben. Ja? Mhm. Aber den Struggle dahinter, was man alles durchmachen muss, dass man die Leute vielleicht nicht bezahlen kann, dass man sich verschuldet, dass man so einen Balanceakt machen muss. Ja, dass man eigentlich auch ein ganz neues Land und deren Gesetze kennenlernen muss in der Zwischenzeit. Und nebenbei dann auch noch ein Unternehmen aufbauen muss, das extrem viel Umsatz macht. Das ist dann quasi in diesen 6 Monaten passiert. Wir haben gelauncht. Als wäre es ein Zeichen, genau an meinem Geburtstag ist diese Firma gelauncht worden. Also das war jetzt auch nicht geplant. Das war genau an meinem Geburtstag. Als wäre das die Geburt von uns beiden zusammen. Mhm. Einen Monat später habe ich mein gesamtes Team verloren. Was ich herausgefunden habe, ist, dass sie mich betrogen haben. Sie haben nämlich parallel ein Konkurrenzunternehmen aufgebaut und den ersten Leuten, denen ich vertraut habe und die ich auch eingestellt hatte, haben eigentlich nur ihre Verwandten eingestellt und sind dann alle auf einmal gegangen. Und dann war ich alleine. Und da war der Moment, wo ich gesagt habe, wow, soll ich jetzt, es gibt 2 Wege, entweder du gehst den Weg der Liebe oder den Weg des Hasses. Hass war für mich so die falsche Lösung, weil ich gesagt habe, das ist der Weg von einem Loser. Ich gehe mit Liebe. Ich habe einfach gesagt, das ist deren Weg und du musst dir vorstellen, die haben 75 Millionen Dollar Investment bekommen, meine Mitarbeiter. Boah. Und ich sitze da mit... Oh Mann, ich gehe das gerade so gedanklich durch. Du als 24-Jähriger... 25 geworden. Frisch aus Bremen gekommen, gekämpft ohne Ende und dann stehen da irgendwie 2 Millionen erstmal im Raum und ein paar Monate später ist das Team einfach weg und die machen dann 75 Millionen damit. Genau, du dir denkst, das war doch meine Idee, mein Modell. Das ist krass. Aber irgendwie, also ich komm der Sache, also dem Zeigen, dem komme ich jetzt gedanklich schon immer näher. Ich glaube, dass es sich so oder so lohnt, dieses Buch hier dann mal zu lesen. Du hast mir die englische Version geschenkt, wie ich hier sehe, ne? Also dann ja. Schicke ich es dir auf Deutsch nochmal, wenn du möchtest. Das wollte ich hören. Aber sogar mit Widmung. Also vielen, vielen Dank. Das werde ich mir reinziehen. Das heißt, diese Idee wurde dir geklaut, kann man sagen. Mit was hast du denn am Ende diese Riesenkohle gemacht? Was war das Erfolgreichste? Also was dann passiert ist, ich habe in dem Moment realisiert, ich habe auch viel mit meiner Mutter telefoniert und mit meinen Mentoren, also mit meinen Investoren und die hatten ja schon viel mehr Erfahrung. Ich habe gesagt, hey, was ist das für eine Welt? Ja? Und die haben einfach gesagt, fokussiere dich auf dein Business. Fokussiere dich auf gute Menschen. Weil schlechte Menschen gibt's immer hier und da. Aber es gibt viel mehr gute Menschen. Stell Leute ein, die die richtigen Werte haben. Und nicht einfach nur einen Lebenslauf.
Weil den Lebenslauf, den baust du zusammen. Ich hatte selber noch keinen Lebenslauf. Ja? Das war auch der Satz von meinem Investor. Der, als er mich zum ersten Mal gesehen hat, hat er gesagt, ich habe ihm meinen Lebenslauf gegeben. Er hat gesagt, du hast gar keinen Lebenslauf. Obwohl ich schon studiert hatte und. Ne? Er hat gesagt, du hast keinen Lebenslauf. Den bauen wir jetzt. Aber wie findet man heraus, welche Menschen wirklich gut sind? Weil ich glaube, die Frage stellen sich auch viele da draußen. Jeder hat seinen eigenen Freundeskreis. So, und der verändert sich, gerade wenn man erwachsen wird und auch, glaube ich, über diese 20er Jahre, auch in den 30er, verändert sich das, mit welchen Leuten du abhängst. Und jeder hat schon mal den Moment gehabt, dass er irgendwie das Gefühl hatte, boah, ich habe irgendwie mich dem Falschen anvertraut. Manchmal ist es sehr schnell zusammengekommen und dann auch total eng gewesen und dann, boom, geht's wieder in die Luft. Und manchmal denkt man, oh, vielleicht sind es, also bei mir zum Beispiel sind es so langjährige Freunde, die ich wirklich zu meinen Freunden zählen kann. Und bei so diesen kurzfristigen ist es manchmal ein bisschen schwieriger für mich, so eine Bindung aufzubauen. Und mich würde interessieren, wenn du jetzt so viele Mitarbeiter immer zusammensuchen musst und auf die richtigen stoßen willst, die dich dann nicht wieder verarschen, worauf achtest du bei Menschen? Ja, mittlerweile, ich habe, glaube ich, schon über 20.000 Mal dieses Gespräch geführt mit Leuten, die ich einstelle. Und ich habe mittlerweile ein Gefühl dafür. Damals habe ich einfach nur geguckt, oh, was steht in deinem Lebenslauf, oh, dann musst du ja richtig Experte sein. Falsch. Es gibt zwei Sachen in der Matrix. Ja, einmal den Willen und dann die Fähigkeiten. Wenn einer einen hohen Fähigkeiten hat und hohen Willen, das sind natürlich Superstars, die findest du allerdings nicht so. Was ich lieber habe, ist jemand, der weniger Fähigkeiten hat, aber einen starken Willen. Weil den kann ich trainieren. Aber bevor du da überhaupt zukommst, die müssen die richtigen Werte haben. Das kriegst du als Kind von deinen Eltern, von deinem Zirkel, wie du aufgewachsen bist. Zusammenfassend würde ich sagen, Menschen, die das Richtige tun, wenn keiner hinschaut. Das ist wichtig, dass die Leute einfach sagen, ich tue das Richtige. Diese ethische Grenze nie überschreiten. Weil man kann schnell viel Geld verdienen oder kriegen. Verdienen würde ich es nicht nennen. Aber ohne Abkürzung das Richtige zu machen, das ist nachhaltig, das ist langfristiger Erfolg. Und diese Menschen, die einfach diese Langfristigkeit, die Loyalität gezeigt haben, die Wert auf ihre Reputation legen, die eine Verzerrung Richtung Aktion haben, also dass sie eher machen, anstatt darüber zu reden. Und es gibt so bestimmte Eigenschaften, aber es ist wichtig, dass man dort darauf erstmal achtet. Wenn die Werte stimmen, dann gehst du, okay, welche Fähigkeiten hat dieser Mensch? Kann ich die vielleicht weiter pushen? Und wenn der dann noch motiviert ist, also einen Willen hat, dann sind das Leute, mit denen ich gerne arbeite. Den Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich habe nicht auf Werte geachtet am Anfang, sondern nur auf Lebenslauf und was steht da drinne. Und das war's. Wie machst du es im Privatleben? Die Öffentlichkeit weiß mittlerweile, dass Sergen Yalcin mehrere Milliarden auf dem Konto hat. Oder in Werten irgendwo investiert hat. Und das ist natürlich etwas, was, wenn du auf eine Party kommst, sich unfassbar schnell herumspricht. Ich bekomme das ja selber mit, wenn ich irgendwo als Mensch in der Öffentlichkeit dann irgendeine Veranstaltung betrete, dann sehe ich auch, dass sich ganz häufig dann so Köpfe in meine Richtung drehen. Und so wird es bei dir dann auch sein. Aber bei dir schwingt dann statt irgendwelchen Abonnentenzahlen dein Bank-Account irgendwie mit oder dein Wert, so dein finanzieller. Und wenn du dann sagst, oh, die Lady, die sieht attraktiv aus, die würde ich gerne mal ansprechen oder die kommt auf dich zu, wie filterst du dann heraus, was sie eigentlich will? Ich bin nicht so oft auf Partys, das ist schon mal ein Vorteil. Allerdings eilt mir der Ruf teilweise zuvor, wo die Leute dann vielleicht sagen, okay, ich möchte finanzielle Unabhängigkeit und wenn ich mit diesem Menschen zusammen wäre. Ich glaube, das kommt aufs Gleiche hinaus. Wenn du im Business verbringst du sehr viel Zeit mit diesem Menschen. Das ist ja schon fast wie eine Familie. Du siehst eigentlich deine Kollegen viel öfter als deine Familie. Mhm. Ja? Also bei mir ist das so. Das heißt, dort suche ich auch Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Und deine Partnerin ist ja genau das. Du verbringst mit ihr ja sehr viel Zeit. Und worauf achtest du da? Natürlich, ich achte mal auf drei Sachen. Priorität, Exklusivität und Loyalität. Ja, das sind so, ne? Also Exklusivität ist klar, ne? Was das bedeutet, bitte keinen anderen. Priorität ist auch klar, dass man halt sich Zeit nimmt für die Person. Und Loyalität ist nochmal, ich glaube, ein Mensch, wie sie zu dir steht, wenn du gerade nicht im Raum bist. Ich glaube, da zeigt sich Loyalität. Das sind so Sachen. Und ich glaube, ich finde das relativ schnell heraus, was eine Person von mir möchte. Und ich glaube, das sind so
Sachen, die ein Mensch, Mann oder Frau, von zu Hause mitbekommt. Ich glaube, ein Mensch ändert sich ab einem bestimmten Alter nicht mehr so signifikant, wie ein Kind es kann. Oh, spannend. Ab welchem Alter denn? Wann glaubst du? Ist schwierig. Also ich bin kein Psychologe, aber ich denke, so ab 16, 17, 18 wird schon langsam der Charakter strukturell gefestigt. Ja? Und danach hast du natürlich Nuancen in bestimmte Richtungen, aber die Grundwerte, ja, so sei ehrlich, sei integer. Solche Grundwerte, die sollte man von zu Hause mitbekommen. Aber kann ich mir merken, wenn jemand mit 16, 17 mir so vorkommt, als wäre er eine Arschgeige, dann weiß ich, dass er das wahrscheinlich auch irgendwie so in der Art bleiben wird. Ja, wie steht man zu seinem eigenen Wort? Also für mich ist das immer wichtig gewesen, dass ich jetzt in einer Beziehung zum Beispiel nicht fremd gehe, weil ich mich vor mir selber schämen würde. Weil ich ja sage, mein Wort ist nichts wert. Und nicht, die Frau ist dann sekundär in diesem Fall, ja. Klar ist das natürlich ein Wortbruch, aber ich sage immer, wenn ich meinem eigenen Wort keinen Wert gebe, warum sollen andere Menschen Wert drauf geben? Ich sehe meine Wörter als Währung. Deswegen rede ich, außer in Podcasts und Interviews, relativ wenig. Weil ich gerne zuhöre. Wenn du wirklich deine Wörter als Währung siehst, dann redest du weniger. Nimmst viel mehr auf. Und dann vielleicht antwortest du nur noch zusammenfassend. Und was ich auch gesehen habe, ist, wenn jemand sein Gesicht zeigt, glaub es. Ja, beim ersten Mal. Was ich damit meine, ist, ich sage, jeder Mensch macht Fehler. Ja? Aber beim zweiten Mal ist das nicht mehr ein Fehler, sondern eine Entscheidung. Und ich verzeihe Fehler, aber keine Entscheidung. Was wäre so ein Fehler, den du deiner Partnerin verzeihen würdest? Also ein Fremdgehen wäre für mich zum Beispiel eine ultimative Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, das ist kein Fehler. Auch beim ersten Mal? Ja, es gibt bestimmte Sachen, die man halt beim ersten Mal nicht verzeihen sollte. Ja? Also man macht auch manche Sachen nicht aus Versehen. Klar macht man Fehler aus Versehen, aber bestimmte Sachen sind sofort Entscheidungen. Du würdest ja jetzt auch nicht deine Mama schlagen, weil das ist ja einfach, das ist eine Entscheidung, die du grundsätzlich getroffen hast. Ja. Das ist jetzt nicht ein Fehler. Das heißt, es gibt bestimmte Kategorien, das sind sofortige Entscheidungen. Aber Fehler gibt's wie, keine Ahnung, ehrlich ist fast alles ein kleiner Fehler. Irgendwie, was ist ein Fehler? Du kommst vielleicht, Naja, sie hat dir eine Zusage gegeben und ja, so du wartest dann vielleicht und verpenst oder sowas. Genau, ja, das ist ein Fehler. Kann passieren. Das sind verschmerzbare Sachen. Ich glaube, so genau. Kann man es ein bisschen. Ja, genau. Das ist so, wenn du halt das dann nochmal machst, dann hast du dich ja entschieden, dass du diesen ersten Fehler nicht angehst. Mhm. Ja, dass du sagst, ich werde mein Verhalten jetzt nicht nochmal. Dann wird es zu einer Entscheidung. Und dann sage ich, hey, solche Sachen, je nachdem wie gravierend das ist, sollte man dann nicht verzeihen. Und du siehst das ja, wenn du einen Menschen kennenlernst, wie sehr man ihrer oder seinem Verhalten trauen kann. Mhm. Also walk the talk. Ja? Also kannst du wirklich auch das machen, was du sagst. Freunde, wenn ihr das bis hierhin spannend und interessant findet, was Sergin so zu erzählen hat, dann schreibt gerne auch mal Fragen in die Kommentare, weil wir reden hier, quatschen hier so drauf los, aber vielleicht ist es überhaupt nicht logisch für euch. Oder ihr denkt euch, wow, über das Thema muss mehr geredet werden. Fragt unten rein und vielleicht müssen wir mal eine Fortsetzung drehen. Vielleicht dann nicht hier, sondern irgendwo bei dir. Wenn du da selber in Dubai unterwegs bist, dann gerne. Muss ich mal dahin kommen. Und dann gibt's eine Fortsetzung. Aber es gibt natürlich auch die Menschen, die es über ihr Alter hinweg irgendwie dann auch als 20-, 30-Jährige, glaube ich, so gelernt haben, auch über einen gewissen Zeitraum schauspielern zu können. Ist dir das schon mal passiert, dass du jemandem vertraut hast, jetzt in der Situation, dass du viele finanzielle Möglichkeiten hast, jemandem so vertraut hast, dass er nah rangekommen ist und dann leider erst festgestellt hast, okay, er ist nur wegen meinem Geld da? Sie in diesem Fall. Ja. Ja, klar ist das passiert, aber ich glaube jetzt, ich würde nicht sagen, das ist nur wegen dem Geld. Ich glaube, grundsätzlich ist das schon fast jedem passiert, dass jemand einfach einen enttäuscht. Ist passiert. Im Business passiert mir das viel mehr, weil ich bin halt nicht so, meine Partnerin wechseln halt nicht so oft. Aber im Business hast du sehr viel wechselnde Kollegen. Und da sieht man das immer wieder. Und darum baue ich im Business auch Prozesse auf, die Vertrauen nicht brauchen. Mhm. Ja, das heißt also, dass du
ein Unternehmen kannst du leiten, ohne den Leuten vertrauen zu müssen. Du willst natürlich vertrauenswürdige Personen um dich herum haben, aber du kannst nicht ein Unternehmen aufbauen, das auf Vertrauen basiert. Weil es wird immer zu einer Situation kommen, wo ein Mensch, und das ist bei mir schon öfters passiert, wo ein Mensch zwischen seiner Familie und dem Unternehmen entscheiden muss. Ich sag dir mal, was das bedeuten könnte. Ja? Ein Mitarbeiter braucht Geld, weil seine Mutter im Sterben liegt und man muss irgendwie eine Herz-OP bezahlen. Jetzt hat das Unternehmen ihm das so leicht gemacht, Geld zu entwenden, zu klauen. Er darf es nicht, aber er könnte es. Ja? Also wir haben nicht ein 4- oder 6- oder 8-Augen-Prinzip, das da drauf schaut, sondern eine Person kann einfach das Geld nehmen, klauen, sich selber überweisen und dann die Mutter retten. So. Und es vielleicht wieder zurückgeben, aber vielleicht halt auch genau. Nicht. Genau. Ne? Das passiert ja bei diesen drei Situationen. Ja? Gefühl der Anonymität, also wird sowieso keiner rausfinden. Gefühl der Rechtfertigung, meine Mutter hat es nicht verdient zu sterben. Und Reduzierung der Hemmungsschwelle. Das heißt zum Beispiel, ja, mein Chef ist sowieso ein Arsch. Oder ich bin gerade betrunken. Oder irgendwelche Sachen, die deine Hemmungsschwelle reduzieren. Wenn die drei Sachen zusammenkommen, dann passiert das sehr oft, dass dieser Mensch in so einer Situation dann Richtung Notsituation dann Geld klauen könnte. Und du willst natürlich auch nicht ein Unternehmen gebaut haben, das genau das dann ermöglicht. Weil aus der Situation des Mitarbeiters ist er jetzt in einer Notsituation, will seine Mutter retten. Aber das ist ja illegal. Das ist ja kriminell. Nur das Unternehmen hat es so einfach gemacht, dass das dann passieren wird. Ach krass, das heißt, du gehst sogar so weit, dass du sagst, hey, dass das Ganze dann passiert, dass Menschen so etwas tun, das ist einfach ein Muster, was man irgendwie sogar nachvollziehen kann. Und das ist sogar eher die Aufgabe des Unternehmens, richtig, das so aufzustellen, dass es nicht geht. Hundertprozentig. Du kannst nicht ein Unternehmen aufbauen und davon ausgehen, dass ein Mensch so ein Contractarian ist. Das heißt also, wenn ein Vertrag dasteht, dann wird er sich 100% daran halten, auch wenn seine Familie gerade im Sterben ist. Nee, das ist die Aufgabe des Unternehmers bzw. des Unternehmens, Prozesse aufzubauen, die sich dagegen schützen. Weil das Unternehmen besteht ja auch aus verschiedensten Familien, die sich davon ernähren. Mhm. Das heißt, das Unternehmen kann ja da auch wirklich zugrunde gehen an solchen Diebstählen. Klar. Wenn das Unternehmen jetzt nicht riesig ist, so ein kleines Unternehmen meistens, höre ich immer wieder, wo der Unternehmer sagt, oh, mein Partner hat mich bestohlen. Ja, hattest du dann die richtigen Prozesse oder hatte jeder Zugriff zum Bankkonto? Ne? Das musst du aufbauen. Bei mir ist das natürlich öfters passiert. Passiert natürlich. In einem Jahrzehnt sieht man vieles. Menschen, die wirklich gestorben sind in meinem Office. Menschen, die Geld geklaut haben durch gefälschte Rechnungen, durch gefälschte Unterschriften. Und so, da lernt man natürlich daraus. Ja. Was war die größte Summe, die dir jemals geklaut wurde? Ich will nicht zu tief in der Wunde jetzt bohren, aber... Wir haben uns schon sehr gut geschützt. Also ein paar hunderttausend Dollar, glaube ich. Ich glaube, das Schlimmste war, glaube ich, ein paar hunderttausend Dollar. Okay. Über Jahre hinweg war das so eine kleine, minimale Summe, die sich dann addiert haben. Nicht? Und das waren Vertrauenspersonen. Und ich habe immer wieder gesagt, die Person macht sowas nicht. So weit zu gehen. Und irgendwann haben wir dann auch eine Abteilung dafür aufgebaut. Ich rede jetzt, das ist also in meinen Anfangsjahren gewesen. Mittlerweile ist das schon sehr, sehr schwierig, das Unternehmen zu betrügen. Ja, also da müssten schon sehr viele Leute miteinander arbeiten und korrupt sein. Und das wäre sehr, sehr schwierig. Aber habe ich gesehen. Und mittlerweile schockt mich auch nichts mehr. Auch wirklich die ausgeklügelsten Sachen. Und teilweise auch die dümmsten Sachen. Ja, also keine Ahnung, kleine Beträge am Anfang, irgendwie Lagerarbeiter schmeißen Gucci-Produkte in den Mülleimer und holen es dann nachts wieder ab, irgendwie als Müllabfuhr. Solche Sachen fällt natürlich irgendwann auf. Aber so hat es dann angefangen, wo ich gesagt habe, was sind denn so, wenn ich jetzt Hacker wäre, wenn ich jetzt Dieb wäre, was würde ich denn machen? Ja? Wenn man sich in die Situation hineinversetzt, dann baut man dann solche Strukturen auf. Die man aufbauen sollte, weil am Anfang sind es vielleicht 100, 1000 oder 5000 Dollar wert. Aber wenn du ein großes Unternehmen aufbaust, ja klar, das läppert kann das dann Millionen sein. Und das ist natürlich auch nicht im Sinne
der Gesellschafter. Aber es ist ganz spannend. Ich weiß es von so großen Ketten wie H&M oder Zara, dass die einen gewissen Prozentsatz bei sich schon so einkalkuliert haben, weil auch Supermärkte. Schwund. Genau. Ja, dann heißt das von mir aus Schwund, aber es gibt so eine gewisse Zahl, wo sie sagen, irgendwie 5%, 10% unserer Sachen, die werden geklaut. Wir können tun und machen, was wir wollen. Wir haben Kameras aufgestellt und wenn wir noch mehr Sicherheitsvorkehrungen machen, dann kostet es mehr. Ganz genau. Dann kostet es mehr. Das für diejenigen, die auch wirklich bezahlen, geht das Gefühl kaputt, weil ne, wenn du dann irgendwie dauerhaft gescannt wirst und deine Tasche dreimal kontrolliert werden müsste, dann hast du irgendwann keine Lust mehr einzukaufen. Deshalb ist das dann so der Deal. Aber ich finde es total spannend, dass man sich als Unternehmer irgendwie voll Gedanken darüber machen muss, dass Sachen geklaut werden, dass Menschen so etwas tun, dass man Menschen, also eigene Mitarbeiter auch irgendwie davor schützen muss, dass sie sich irgendwie verleitet fühlen dazu und auch auf den eigenen Arsch so ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viel geklaut wird. Genau, also das Schöne an Online-Unternehmen ist, dass ja das sehr viel, also fast alles digital ist. Das heißt, da kann man besser kontrollieren. Aber ich habe zum Beispiel mal mein eigenes Unternehmen gehackt. Du? Ja. Eigentlich ist das noch nicht, man stellt sich jetzt so einen Hacker vor, der sitzt in so einem dunklen Raum mit genau Kaputt. So versuche ich es mir gerade vorzustellen. Genau so ist es eben nicht. Die meisten Hacks funktionieren eben nicht so. Die funktionieren über Social Engineering oder Phishing. Also zum Beispiel. Ich habe im Buch ein Beispiel, ich habe einfach eine E-Mail geschrieben. Ich habe eine E-Mail-Adresse generiert, irgendwie die heißt xy@gmail.com oder sowas. Aber den Sender, der Absender, der heißt Saigenial. Du kannst ja den Namen selber wählen. Ne? Hm. So, dann schicke ich einfach eine E-Mail an meine Mitarbeiter und sage, hey, schick mir mal alle Dokumente. Jetzt denken sie, oh, der Chef schreibt mir, ich muss das hier rausschicken. Ja? So, und dann merkst du, wie einfach das einfach ist, dass Leute darauf reinfallen, weil sie sich die E-Mail-Adresse nicht genau anschauen. Jetzt kannst du es natürlich viel ausgeklügelter machen. Du kannst eine Adresse generieren, die sehr ähnlich aussieht. Also nicht selenica.com, sondern seljanica.com. Mhm. Ja, da ist noch ein Buchstabe dazwischen. Dann sieht es schon viel schwieriger aus. Das heißt, man baut dann solche Filter ein, so Systeme, die diese E-Mails dann herausfiltern. Beziehungsweise du baust Quarantänesysteme auf. Das heißt, wenn etwas herausgeschickt wird, dann kommt das erstmal in so eine separate Abteilung, die nochmal geprüft wird. Und. Man kann viele Sachen machen. Man kann auch physisch in ein Office einbrechen, ohne dass das jemand merkt. Ne? Wie komme ich da rein? Ja, du brauchst eine Karte zum Beispiel. Aber was ich gesehen habe, dass zum Beispiel Leute ins Office kommen und jemand denen die Tür aufhält. Das dürfen sie natürlich nicht. Aber wenn jemand im Rollstuhl da ist, dann ist das natürlich so, oh, wie kann man einem Menschen im Rollstuhl nicht helfen? Natürlich halte ich dir die Tür. Ja, den Trick merke ich mir, okay. Aber diese Tricks gibt's. Also ich sage jetzt nicht, dass das Rollstuhlfahrer machen. Es gibt einfach widerliche Menschen, die sich in diese Rollen versetzen oder Uniform anziehen und sagen, ja, ich komme von der Telekom. Das ist ja so kriminelle Intelligenz auf jeden Fall. Genau, und das nennt sich Social Engineering, dass du einfach auf die Schwächen der Emotionen des Menschen eingehst und sagst, okay, oh, das muss eine Autoritätsperson sein, der trägt irgendwie eine Uniform von der Telekom. Klar lasse ich ihn rein, klar lasse ich ihn einen Sniffer bei unserem Router installieren und. Also es gibt solche leichten Tricks, ja, wo du deine Mitarbeiter einfach immer wieder trainieren musst. Okay. Aber wir sind jetzt mittlerweile schon deep in diesen kriminellen Machenschaften. Das ist ganz spannend. Ich bin auch gespannt, ob die Zuschauer irgendwo vielleicht so einen Punkt haben, wo sie sagen, boah, das ist bei uns auch schon mal passiert. Da hat auch schon mal jemand was in den Müll geworfen und dann irgendwie mitgehen lassen oder auf der eigenen Arbeit. Vielleicht hast du auch den einen oder anderen gerade ertappt, der selber sagt so, ja, gut, ich habe schon mal die letzten 5 Euro irgendwie aus der Kasse mitgehen lassen oder mal mir noch ein paar Kaugummis eingepackt auf den letzten Metern, wo schon der Chef raus war. Das passiert natürlich, aber es ist spannend, das mal aus so einer Perspektive zu sehen von jemandem, der ganz viele Mitarbeiter hat, die er selber persönlich vielleicht auch gar nicht mehr kennt und ganz viele Strukturen irgendwie überwachen muss, ohne dass, ne, da brauchst du halt ein festes System. Eine kurze Erinnerung, wenn ihr eure Steuererklärung macht, könnt ihr Geld zurückbekommen. Und wenn ihr keine Lust auf den ganzen Papierkram und den Stress habt, dann probiert das Ganze mal mit Zaster aus. 9 von 10 Deutsche bekommen Geld zurück, wenn sie ihre Steuererklärung machen. Ich habe euch alles in der Videobeschreibung verlinkt. Was ich mich aber jetzt für dich als Person gefragt habe, wie ist das mit Neid? Weil du lebst jetzt nicht mehr in Deutschland. Wir werden auch noch über deinen Wohnort mal kurz sprechen. Aber ich weiß, dass es in Deutschland ziemlich, es ist so ein ganz schmaler Grat,
Geld ist immer ein Thema, worüber man nicht redet. Ich war 2 Wochen in Amerika und habe gemerkt, da ist es genau andersrum. Sprich nicht über Politik. Das ist nicht so. Also da war ich im, saß ich im Uber und wollte so über Donald Trump reden und so, wir Deutschen, wir feiern den ja jetzt nicht so richtig. Und der war ganz komisch angefasst. Wo ich dann aber irgendwie auf das Thema Geld zu sprechen kam, war das so, ey, ich habe mal 20.000 Euro Kredit aufgenommen, habe ein Business gestartet, bin auf die Fresse geflogen. Und da war der voll, also hat voll geredet. Vorher war halt Totenstille, also ganz unangenehm. Und ich hatte so einen Übersetzerfreund, der mir dann gesagt hat, so, boah, ey, du hast gerade ein Fettnäpfchen getroffen. Wenn du hier in Deutschland verkacken willst, dann machst du es genau andersrum. Da sprichst du jemanden, den du nicht gut kennst, offen auf sein Gehalt an oder auf sein Business. Und in der Regel ist das dann, ja, dann kommen so ganz vorsichtige Ausdrücke, weil man hier in Deutschland irgendwie über Geld nicht spricht. Und jemand, der viel Geld hat, hat meistens auch was verbrochen. Das sind, glaube ich, so Slogans oder Vorteile, die du irgendwoher kennst. Wie gehst du damit um? Oder gab es schon so Situationen, wo du gemerkt hast, hier in Deutschland schlägt dir auch Neid entgegen? Ich glaube, ich habe das deutsche Volk ein wenig verstanden. Ich bin ja hier geboren, habe ja bis ich würde sagen netto 22 Jahre hier gelebt. Ja, und ich glaube, der Deutsche muss nur verstehen, warum du reich bist. Was natürlich schwierig ist, wenn niemand weiß, was du tust und plötzlich fährst du mit Lamborghini und Rolls Royce vor die Tür, dann ist das natürlich so ein Fragezeichen. Ja, wenn man damit angibt, was ich übrigens auch nicht so intelligent finde, dann kann das dazu führen, dass die Leute sich ihre eigene Version erklären. Aber wenn du verstehst, warum jemand reich ist, weil er zum Beispiel ein Unternehmen gegründet hat und das natürlich im Markt Wert schafft und du von den Produkten profitierst oder von den Dienstleistungen, dann kann man auch sagen, okay, ja, wenn er jetzt 1 Million im Monat verdient, dann kann er sich doch ganz einfach einen Rolls Royce kaufen. Das ist doch gar nichts. Das ist verständlich. Und ich glaube, dann kommt auch kein Neid. Das wäre für mich eine Inspiration. Das wäre für mich eine Motivation zu sagen, wow, mein Nachbar hat es geschafft. Oder den Menschen, den ich da gerade sehe, der hat es geschafft. Vielleicht kann ich ja von ihm oder von ihr was lernen. Okay, ja, aus deiner Perspektive verstehe ich das. Ich glaube aber selber, wenn ich jetzt zum Beispiel Krankenschwester bin und das ist so eine Sache, die kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich als Patient häufiger im Krankenhaus bin und weiß, wie krass dieses Thema Pflegenotstand in Deutschland ist. Also ich weiß nicht, wie sehr du das auf dem Schirm hast, aber es gibt einfach viel, viel zu wenig Kräfte. Corona hat alles belastet, die schieben Überschichten, die werden scheiße bezahlt und dann fällt man nach 3 Schichten in Folge, fällt man irgendwie auf den Stuhl zu Hause und macht den Fernseher an und dann sieht man jemanden wie dich, der irgendwie gerade, weiß ich nicht, irgendwann war mal Galileo, glaube ich, bei dir oder so. So, und dann zeigst du da deine tollen Autos oder deine tolle Villa und das suggeriert ja, ach, okay, der Mann hat irgendwie ein sehr entspanntes Leben, hat so viel Geld und mir würde so ein bisschen davon reichen. Aber ich mache ja was wirklich Sinnvolles und ich weiß nicht, was der Typ macht. Vielleicht hat er irgendwelche Kleidungsbusinesses oder Autobusinesses am Laufen. Aber ich habe heute 3 Leben gerettet und werde wie Scheiße bezahlt. Und ich weiß nicht, ob die Leute dann diesen Gedankengang, den du hast, von wegen, ah okay, ich habe verstanden, was er macht und deshalb ist er so reich. Ich weiß nicht, ob die Leute das nachvollziehen können. Zum Thema Krankenschwestern und Ärzte, das sind für mich Helden. Die haben meine Schwester hat jetzt 2 Jahre im Krankenhaus verbracht und jetzt gerade im Januar auf der Intensivstation sie hatte 50% Überlebenschance wegen Covid. Und ich habe gesehen, was das für Helden sind. Und ich war so klein. Ja, ich konnte nichts. Ich habe versucht, die besten Professoren der Welt, die, egal was, ja, hätten sie gesagt, zahlen mir 1 Million Euro pro Tag, ich hätte das gemacht, ja, um sie zu retten quasi. Und habe ich gesehen, was das für Helden sind. Ich hab ihr Gehalt nicht gesehen, aber ich könnte dir sagen, sie hätten 1 Million Euro pro Tag verdient. Das kann ich dir sagen. Also solche Menschen sollten natürlich viel mehr Geld verdienen. Ich bin aber kein Politiker, das heißt, das ist, soweit ich das verstanden habe, sind ja diese Krankenhäuser, sind sie staatlich? Das heißt also, dass der Staat irgendwie die Gehälter entscheidet, ich nicht. Was ich aber sehe ist, und ich erkläre das auch hier in meinem Buch, dass der Kapitalismus
sehr gut funktioniert, aber gesetzliche Leitplanken braucht. Ja? Mhm. Weil der scheitert teilweise. Und an bestimmten Orten scheitert der extrem. Zum Beispiel in Monopolsituationen, in Kartellbildung, in Journalismus, Tabak zum Beispiel ist ein Mega-Scheitern. Warum sind Tabakunternehmen überhaupt existent? Für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Aber da, finde ich, muss der Staat eingreifen. Nicht? Was der Staat natürlich nicht machen kann, ist, oder sollte, ist Geld verschwenden. Der muss das so allokieren, dass das funktioniert. Wo jetzt am meisten Geld ausgegeben wird, weiß ich nicht. Letztens habe ich geschaut, ich glaube, die höchsten Ausgaben sind im Gesundheitswesen. Also und danach kommt, glaube ich, irgendwie Militär irgendwann, jetzt mittlerweile ein bisschen mehr. Was da die Prozentsätze sind, das müssten sich die Politiker genau anschauen. Ich glaube einfach, dass drei Systeme zusammenarbeiten müssen. Ja, es gibt dieses System des For-Profit, das heißt also, wo Unternehmen Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen, um Probleme zu lösen und dafür dann Profit bekommen. Das löst der Kapitalismus sehr gut. Dann gibt es ein System, das nennt sich dann Non-Profit, ne? Also das, oder Not-For-Profit, je nachdem, wie man sich das anschaut. Und das sind Organisationen, die Probleme lösen, wo sich das nicht lohnt, also wo es nicht lukrativ genug ist. Mhm. Das merke ich, da bin ich aktiv, weil meine Schwester eine seltene Krankheit hat. Ja, ich habe zum Beispiel in eine Biotech-Firma investiert, sie heilt Krebs. Ja, die sitzen in San Diego und ich habe mich mit dem CEO getroffen und meinte, super, was ihr macht, ich werde gerne Investor werden, alles super. Aber übrigens, hier ist die medizinische Akte von meiner Schwester, kannst du dir das mal anschauen? Und er hat sich das angeschaut, hat gesagt, kann man bestimmt lösen, aber lohnt sich nicht. Mhm. Krass. Das ist hart, ne? Wenn man sowas hört. Lohnt sich nicht. Aber er hat jetzt wirklich, weil er hat ja Investoren und er sagt, du, wenn wir das lösen, kriegen wir unser Geld noch nicht mal rein. Wenn überhaupt. Also das dauert ja 12 Jahre, bis irgend so ein Produkt auf den Markt kommt. Und dann merkt man, wie wichtig es ist, dass man diese Non-Profit-Sektoren hat. Und das Dritte, was wir haben, ist Regierung. Das muss auch separat sein. Regierung gibt uns Militär, Polizei, Gerichte und solche Sachen. Das muss dann ein Staat regeln. Um wirklich eine gute Welt zu bauen, müssen wir ein System entwickeln, das diese drei Systeme vereint. Haben wir leider noch nicht. Wir haben kein System, das nach Liebe optimiert. Das stimmt. Ja. Wir haben alle Systeme. Wir haben ein System, das Profit generiert, das Non-Profit-System, das quasi Wohltätigkeit optimiert und dann hast du ein System für Regierung. Aber alles zusammenzubringen und nach Liebe zu optimieren, das haben wir nicht. Deswegen bin ich da auch nicht sehr optimistisch, wenn mich Leute fragen, ja, würde es irgendwann dazu kommen, dass es keine Kriege mehr gibt, dass die höchstbezahlten Menschen der Welt Ärzte sind und Krankenschwestern. Dann sage ich dir, wir haben noch kein System. Ja? Denn Kriege würden erst dann aufhören, wenn es vielleicht so schade, wie es klingt, wenn es eine Alien-Invasion gäbe. Dann wären wir plötzlich eine Menschheit. Ja, dann wären wir plötzlich, hätten wir realisiert, wie dumm wir eigentlich sind, dass wir uns gegenseitig bekämpfen. Also ist es ja schon ein bisschen so, wenn du sagst, die Systeme pochen halt nicht nach Liebe, leider noch nicht, dann trifft vielleicht Geld regiert die Welt schon in gewisser Weise zu, oder was? Das habe ich übrigens auch in meinem Buch zufällig angesprochen. Und zwar habe ich gesagt, warum Unternehmertum? Ja, und dann habe ich mir das angeschaut und ich habe gesagt, lass uns mal ganz oben anfangen. Stell dir vor, du bist in einer Situation und die magst du nicht und du kannst sie nicht ändern. Das ist übrigens für die meisten Menschen der Welt. Das nennt sich konsequenzlose Empörung. Mhm. Na, du magst etwas nicht, aber was ist die Konsequenz? Du hast keinen Einfluss, du hast keine Macht. So, dann habe ich mir die letzten paar tausend Jahre angeschaut, ja, also geresearched und habe geguckt, wer waren denn die einflussreichsten, mächtigsten Menschen aller Zeiten? Ja? Ich so große Herrscher halt irgendwie nehmen. Ne? Genau, du kommst dann irgendwann und die habe ich dann kategorisiert und 40% ungefähr von denen waren politisch aktiv. Also Herrscher oder Führer, die einfach ein Land regiert haben, politisch.
Die zweit einflussreichsten waren Wissenschaftler. Dann religiöse Führer. Ja? Oh ja, ist auch ein Punkt, klar. Zum Beispiel Jesus. Ne? Also das sind so Menschen, die einfach so erfolgreich waren, in dem Sinne so einflussreich, dass sie über Jahrtausende weg nicht vergessen werden. So, und dann machst du weiter und irgendwann auf Platz 6 siehst du dann Unternehmer mit 6%. Und ich habe dann die Top 10 oder 11 genommen, habe geguckt, welche dieser Kategorien existieren denn heute noch für uns? Und das sind Politik, Wissenschaft und Unternehmertum. Die anderen gibt es zwar immer noch, also Künstler, Autoren, aber das hat sich geschiftet, ne? Das ist ja, das ist sehr schwierig, mit diesen Berufen noch einflussreich zu werden. Sehr, sehr schwierig, dass du da noch mächtig wirst. So, und da habe ich geschaut, um deine Frage zu beantworten, was bedeutet Geld in diesem Sinne? Hat Geld was damit zu tun, dass man politisch mächtig wird? Ja? Habe ich geguckt, was sind so die in den USA, wenn du US-Präsident werden willst, musst du 1,6 Milliarden Dollar an Budget haben für die Kampagne. Ja, so viel hat Biden bezahlt. Da habe ich geguckt, wie waren denn die letzten Wahlen, wie sind die ausgegangen? Es waren immer die, die am meisten Geld zur Verfügung hatten, waren auch die Gewinner der Wahlen. Außer einmal bei Donald Trump, aber er hatte halt mega viel Earned Media, also kostenlose PR. Ja. War ja sehr laut, würde ich sagen. Der hatte 300 Millionen Dollar weniger als Hillary Clinton. Dann Obama bei der Re-Election, also bei der Wiederwahl, hat er nur ein bisschen weniger als sein Gegner, Kerry, glaube ich, und hat dann auch gewonnen, aber er war schon Präsident. Da ist das ein bisschen einfacher, irgendwie präsent zu sein. Ne? Und dann habe ich gesagt, wie sieht das denn aus bei Wissenschaftlern? Dann habe ich mir angeguckt, hat Wissenschaft, Erfolg in Wissenschaft was mit Geld zu tun? Dann habe ich gesagt, okay, guck dir doch mal alle Nobelpreisträger der Welt an. Guck dir mal an, wie viel die Länder, von wo sie kommen, in Forschung und Entwicklung ausgeben, investieren. Und dann siehst du ganz klar, dass die Länder, die pro Kopf oder pro BIP, bereinigten BIP, am meisten in Forschung und Entwicklung ausgeben, produzieren auch die meisten Nobelpreisträger. Was ein Indikator dafür ist, dass mehr Investment auch mehr einflussreiche Wissenschaftler generiert. Also kommen wir so ein bisschen an den Punkt raus, dass das Geld schon alle diese, also ich meine, bei der dritten Gruppe, bei den Unternehmern. Unternehmertum habe ich mir auch angeschaut. Ich habe mir die 700 wertvollsten Unternehmen der Welt angeschaut, die in den letzten 10 Jahren gegründet wurden. Und habe geguckt, wie viel Geld sie bekommen haben in Investment. Und du hast eine 76-prozentige Korrelation zwischen den erfolgreichsten, also den wertvollsten Unternehmen und dem Investment, das sie bekommen. Jetzt kannst du natürlich sagen, Korrelation ist nicht Kausalität. Klar, aber du siehst ein bestimmtes Pattern, eine bestimmte Struktur. Mhm. Zusammenfassend ist die Fähigkeit, Investoren zu überzeugen, eine Superkraft. Wenn du die hast, dann kannst du in einem dieser Bereichen einflussreich sein. Aber ich persönlich würde ja sagen, dass es im Bereich des Unternehmertums auf jeden Fall Sinn macht. So, das kann auch jeder nachvollziehen. Im Bereich der Politik dürfte es aber doch eigentlich keinen Sinn machen. Siehst du das anders? Ist nicht meine Meinung. Ich habe mir die Zahlen angeschaut. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du mit weniger als 1 Milliarde Funding, also Investment, Präsidentschaft in den USA gewinnst. Also, aber das ist doch krank. Also ich finde. Nee, das ist einfach. Das ist, wenn du die menschliche Psychologie verstehst, ist einfach. Also ich verstehe sie ja auch nicht 100%. Ich bin einfach ein Unternehmer, aber ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt etwas, das nennt sich kognitive Leichtigkeit. Jetzt, es bedeutet das auf Deutsch: Es gibt 3 Arten von Realität. Ja, die erste ist die objektive Wahrheit. Ja, das heißt also, du kannst sie mit der wissenschaftlichen Methode, mit Experimenten repetitiv beweisen, dass das die Wahrheit ist. Ja? Aber das ist nur ein kleiner Teil von der Realität, die wir eigentlich haben. Es gibt nämlich noch 2 Arten von anderen Realitäten. Das eine ist die individuelle Realität. Das heißt also, du vertraust dem Protagonisten, der hat einen Appell an deine Emotionen und sagst, ich vertraue diesem Menschen, deswegen bin ich überzeugt. Ja? Ethos, Pathos, Logos, also die 3 Arten der Überzeugung. Aber hier, ich
ich bin der, der das sagt und deswegen vertraust du dem, was ich sage. Mhm. Das ist die Wahrheit, weil ich sage. Darum gibt's auch Werbekampagnen, wo du einen Menschen in Uniform siehst als Arzt und sagst, oh, die Zahnpasta muss aber echt gut sein. Ja, ja. Es macht erstmal nicht viel Sinn, aber... Ja, du sagst einfach, ja, wenn der Arzt das sagt, muss das ja stimmen. Ja, das ist die individuelle Realität. Ich kann dich nicht von meiner individuellen Realität überzeugen mit einer logischen Herleitung. Ja. Ja, das kannst du immer wieder sagen, nee, aber das gibt ja auch eine andere Version. Dann gibt's die dritte. Und das ist sehr wichtig, weil das nennt sich die mediale Realität. Und die basiert auf exzessiver Wiederholung. Also je öfter du das sagst, desto familiärer klingt es. Und irgendwann glaubst du es. Das nennt sich kognitive Leichtigkeit. Das heißt also, weil ich schon so oft gehört habe, weil ich diesen Slogan immer wieder höre, sage ich, oh, okay, das muss stimmen. Und es ist interessant, wenn du zum Beispiel eine Lüge kritzelst, also eine Lüge schön schreibst, aber die Wahrheit kritzelst, glauben die Leute mehr der Lüge, weil es einfach einfacher ist, es zu glauben. Und jetzt pack da mal Geld in dieses Thema rein. Wenn du so viel Geld hast, repetitiv immer das Gleiche zu sagen, der ist der nächste Präsident, der sollte der nächste Präsident sein, dann brauchst du erstens sehr viel Geld, weil du es ja in jedem einzelnen Staat immer wieder sagen musst, Werbung kostet Geld, dann verstehst du auch, warum du durch diese kognitive Leichtigkeit vielleicht irgendwann die Menschen wirklich überzeugst von der Realität, dass das, was dieser Mensch in der Kampagne sagt, die Wahrheit ist und ich ihm folgen sollte. Darum, und 95% unserer Entscheidungen im Gehirn laufen im Unterbewusstsein ab. Mhm. Und es ist relativ einfach, das Gehirn zu verwirren und zu sagen, wow, einer dieser Realitäten ist für mich viel mehr präsent, die mediale Realität, die glaube ich dann. Jetzt kannst du natürlich sagen, wie viel darf man denn ausgeben in Werbekampagnen? Aber das ist auch reguliert, aber es gibt auch viele Sachen, die du offline machst. Ja, du kannst ja diese Reden halten, so eine Tour halten in verschiedensten Städten und sehr präsent sein. All das kostet Geld. Ein großes Team kostet Geld. Und hast natürlich einen riesen Nachteil, wenn du nur 400 Millionen hast, anstatt 1,6 Milliarden. Aber ich finde, also ich persönlich finde, dass ein Politiker gewählt werden sollte, weil er gute Werte vertritt, weil er ein starkes Programm hat. Und in dem Fall, den du jetzt beschreibst und die Zahlen da angeschaut hast in den USA, und ich weiß gar nicht, wie sehr das für Deutschland passt, aber sicherlich hat es auch hier irgendwelche Einflüsse. Es sorgt ja dafür, dass ein Kandidat sich Geldgeber suchen muss, so viele wie möglich. Und diese Geldgeber haben selber aber auch immer persönliche Interessen, die der Kandidat dann in seinem Präsidentendasein irgendwie umsetzen muss. Und das ist oftmals, kann ich mir vorstellen, nicht im Sinne der Bevölkerung, nicht im Sinne des Landes. Und deshalb glaube ich persönlich, dass gerade an der Stelle Geld auch schwierig werden kann. Aber es bestätigt diesen Satz, diesen Slogan, dass Geld irgendwie dann doch in allen Bereichen, die du aufgezählt hast, am Ende regieren kann. Also zumindest die Fähigkeit, Investoren zu überzeugen von deiner Aktivität, ist eine Superkraft. Und die kann dich mächtig machen irgendwann. Ja? Und Macht nicht unbedingt, um sie auszunutzen, sondern um zurückzukommen zu dem ersten Satz, um konsequenzvolle Empörung zu haben. Wenn dir etwas nicht passt, wenn etwas nicht stimmt, dass du eine Veränderung erzwingen kannst, das ist Macht. Mhm. Und das kann in deinem Mikrokosmos sein, das kann aber auch im Makro so sein, wenn du halt irgendwann ein Land regieren kannst. Und das ist, ich bin kein Politiker, will ich auch nicht werden, ich will auch nicht die Strukturen definieren. Ich sage einfach nur, dass es ein Skillset ist, also eine Fähigkeit ist, die man sich aufbauen sollte, wenn man bestimmte Situationen in seinem Leben verändern möchte. Da sollte man, ein Werkzeug davon ist eben Geld. Ja? Sich nicht erklauen, sondern sich erarbeiten, überzeugen, Investoren mit Projekten in Wissenschaft, Politik oder Unternehmertum, wo ich sage, das sind wirklich die drei letzten Bereiche, die wirklich noch Einfluss haben in der Welt. Zeig ihm, was mich jetzt noch interessieren würde. Du kannst dir vorstellen, dass sich Millionen von Menschen hier in Deutschland wünschen, so viel Geld zu haben wie du. Einfach
So, das wäre, würde für viele auf den ersten Blick auf jeden Fall haufenweise Probleme lösen. So, du kannst, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wenn du dir vorstellst, du hast Kinder, du hast Familie, hast einen ganz normalen Job und jetzt gerade gibt es Inflation, die Kosten steigen, dann steuern wir auf einen Winter zu, wo es plötzlich kalt wird und die Gaspreise explodieren. So, das sind alles Sachen, die gerade alle Geldbeutel sehr belasten. Und dann ja, die Vorstellung, kurz mal dein Geld zu haben, das würde wahrscheinlich viele Probleme lösen und vielleicht auch für Glück sorgen. Und Glück ist für mich so ein Thema, über das ich mir auch die letzten Wochen viele Gedanken gemacht habe, was für mich persönlich Glück ist. Und ich arbeite noch so ein bisschen daran. Ich lese auch total viel im Moment und würde dich gerne auch fragen, was für dich Glück bedeutet. Weil die meisten denken, ich will im Jackpot gewinnen und dann bin ich bis ans Ende meiner Tage glücklich. Und jetzt bist du jemand, der das ganze Geld hat. Du könntest sagen, du hörst jetzt auf zu arbeiten. Aber bist du glücklich? Und was ist für dich Glück? Geld ist Mittel zum Zweck. Mein Zweck hatte ich dir erklärt. Dadurch kann ich sagen, ich bin noch nicht erfolgreich, weil ich noch nicht meine Schwester 100% geheilt habe. Ich muss noch warten. Das kann ich mir nicht kaufen. Aber Geld ist Glück, weil man in diesem Fall auch, wenn man eine 100.000 Dollar Rechnung vom Arzt bekommt, sie bezahlen kann. Ja? Dann sieht man, wie wichtig das ist. Aber ich habe in den letzten 3 Jahren meinen Lebensstil komplett geändert. Ich habe zum Beispiel, ich wohne nicht in einer großen Villa, ich wohne in einer 60 Quadratmeter kleinen Wohnung. Ja? Also meine Küche ist in meinem Wohnzimmer und mein Kleiderschrank ist da auch im Wohnzimmer drin. Also ich habe auch keine teuren Autos mehr. Also ich hatte auch die teuren Uhren und all diese Sachen, die habe ich alles aufgegeben. Weil ich für mich realisiert habe, dass Momente für mich viel wichtiger waren als Dinge. Und ich wollte diese glücklichen Momente maximieren. Ja? Ich habe immer gesagt, lieber habe ich mehr dieser glücklichen Momente als einen ganz großen intensiven Moment. Und ich glaube, dass Glück eben nicht diese ganzen materiellen Sachen sind. Klar, ich habe viele Freunde, die gerade sehr reich wurden. Und auch diesen Luxus einmal durchmachen. Ja, hier mit Privatjet und dort mit Luxusvillen und Yachten und all die Sachen. Mach, ist alles okay. Aber es kommt relativ schnell zu dem Punkt, das habe ich realisiert, wo das einfach nur noch lächerlich ist. Kannst du immer wieder mal machen. Aber wenn du es für andere machst, dann ist das nur noch lächerlich. Für mich habe ich entschieden, dass ich mein ganzes Vermögen spende. Ich habe eine eigene Stiftung, da habe ich es gespendet. Und das geht in 2 Bereiche, medizinische Forschung und Unternehmertum. Das heißt also, all das, was da drin ist, das wird 100% erstmal meine Schwesters Leben abdecken. Und so viel braucht sie nicht. Und dann für diese beiden Bereiche. Und ich glaube, diese Momente haben mich am meisten glücklich gemacht. Ich lebe nicht wie ein armer Schlucker. Ich habe immer noch luxuriöse Momente. Ich habe 1,5 Jahre also gar keine Wohnung gehabt. Ich habe im Office gelebt und habe auch um 22, 23 Uhr teilweise entschieden, in welchem Hotel ich schlafen sollte, wenn ich nicht im Office geschlafen habe. Und das hat mich glücklich gemacht, weil ich diese Flexibilität hatte. Ja, ich habe zum Beispiel gesagt, ich will heute nur crashen. Das heißt, ich zahle hier 30, 40, vielleicht 50 Dollar in einem Hotel für die Übernachtung, anstatt irgendwie in meine Villa zurückzugehen. Die war 1.000 Quadratmeter. Allein meine Strom- und Wasserrechnung war 2.500 Euro im Monat. Krass. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Aber da wäre ich so komplett anders, glaube ich. Also ich freue mich immer auf zu Hause. Ich brauche genau diesen Safe Space, diesen Ort, weil ich dann auch durch meinen Job oft Wochen habe, wo ich gar nicht nach Hause komme, nur in Hotels schlafe. Und ich kann das dann irgendwie schon nach ein paar Tagen alles gar nicht mehr sehen. Aber du sagst so, das ist für dich das Gefühl von Freiheit gewesen. Es hat für mich, genau. Also ich habe es für mich gemerkt, wenn ich mal wieder so einen luxuriösen Moment haben wollte, dann kann ich mir auch, sagen wir mal, die Presidential Suite nehmen oder ein Penthouse mieten und solche Sachen. Aber ich brauche den nicht kontinuierlich. Und irgendwann habe ich realisiert, und das ist wirklich überraschend für viele Menschen, ich fühle mich richtig wohl in dieser kleinen Wohnung, richtig anonym. Also meine Nachbarn sind auf jeden Fall, ich sage eher von der, ja, eher so Unterschicht bis Mittelschicht von Dubai. Mhm. Ja? Und also Arbeiter. Und ich fühle mich da extrem wohl. Ich habe es übrigens, man darf es auch nicht vergessen, die meiste Zeit meines Lebens habe ich ja genau so gelebt. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, oh, ich brauche dieses Ding. Und deswegen war das für mich viel wichtiger. Und ich glaube, eines der wichtigen Sachen, die ich im Nachhinein realisiert habe, dass
ich nie Geld als Ziel definiert habe, sondern immer nur zum Mittel, zum Zweck. Mhm. Ja? Wenn ich das, und darum wollte ich auch nicht unbedingt immer sagen, hey, guck mal, was ich habe. Und im Endeffekt kannst du mir es glauben. Egal wie erfolgreich du bist in Dubai, es gibt immer einen, der noch viel krasser ist, viel erfolgreicher ist. Und ich habe mehrere dieser Menschen in meinem Zirkel mittlerweile. Und wenn du siehst, wie bescheiden die sind, dann schäme ich mich, dass ich überhaupt über Geld rede. Ja, weil diese Menschen haben riesen Imperien gebaut, teilweise ganze Städte gebaut, ja, wo sie einfach nicht darüber reden und sehr bescheiden leben. Ich habe das zum Glück relativ früh für mich entdeckt. Wie gesagt, das heißt aber nicht, dass ich irgendwie ganz arm lebe, sondern ich nehme mir diese Momente, wenn ich sie mal möchte, aber ich mache das nicht zu meinem Standard und ich bin auch sehr flexibel. Ich denke, das soll jeder für sich entscheiden. Für mich war das die Entscheidung und ich hoffe, dass es so bleibt. Also kann es sein, dass man dich auch mal in der Economy Class nach Dubai fliegen sieht. Das dann wohl doch eher nicht. Die Antwort ist, ich bin dieses Jahr sogar Economy Class geflogen. Zweimal, das ist, kann sein. Nach Dubai nicht, aber Business Class nach Dubai mache ich auch. Ja. Okay, ja, das ist ja für ich meine, die meisten wissen. Menschen ist das so das Upgrade und für dich ist das so der Standard. Aber ich hätte jetzt damit gerechnet, ohne dich jetzt überhaupt zu kennen, vor unserem Gespräch hätte ich gedacht, du machst keinen Schritt ohne dein Privatjet zum Beispiel. Nee. Privatjet ist kein Statusobjekt, sondern wiederum Mittel zum bestimmten Zweck. Wenn du sagst, dass du am nächsten Tag irgendwie zig Termine hast und du fit sein musst, ja, und dir das die Zeit spart und was es auch wirklich tut, bestimmten Ländern, dann macht das Sinn. Denn man sagt, also mein Vater hat immer gesagt, du überquerst den Ozean und ertrinkst in der Pfütze. Ja? Das heißt also, um jetzt irgendwie $50,000 zu sparen, verlierst du vielleicht in der Produktivität, das dich vielleicht Millionen kosten könnte. Ja? Das heißt, wenn du es jetzt machst, um anzugeben, würde ich es nicht machen. Wenn du es machst, um einen luxuriösen Moment zu genießen, den du dir leisten kannst, go ahead, mach es. Ja? Aber wenn das produktiv ist, und das ist auch meistens so für die Unternehmer, Geschäftsmänner oder Frauen, die das machen, weil sie sich einfach extrem viel Zeit sparen. Und ich glaube, so sollte man das angehen. Das ist jetzt irgendwie nicht, weil ich privat fliege, habe ich jetzt jedem bewiesen, dass ich erfolgreich bin. Das ist nicht. Das ist einfach nur eine reine Kalkulation. Okay, also ich nehme mit, dass Momente sammeln, Momente mit der Familie, mit guten Menschen sammeln, dass das für dich im Vordergrund steht und du dir hin und wieder was gönnst, aber Freiheit dir wichtig ist. Du lebst jetzt in einem Land, wo Frauen für unsere Verhältnisse sehr wenig Freiheit genießen. Von gesetzlicher Seite sind sie nicht gleichgestellt. Homosexuelle haben in Dubai auch große, große Probleme. Wie gehst du damit um, dass dieses Land, was du dir für dein Business ausgesucht hast, was natürlich steuerlich ganz andere Möglichkeiten bietet und ich glaube auch so vom internationalen Netzwerken her auch ein neuer Hotspot geworden ist die letzten 10 Jahre. Was macht das mit dir, dass wir aus Deutschland heraus und du bist ja deutscher Staatsbürger, auf deinem Pass bist du Deutscher? Genau, nur Deutscher. Hätte ja sein können, dass du den abgegeben hast und jetzt irgendwie Dubaianer bist, ich weiß nicht. Emirati, genau. Was macht das mit dir? Kannst du sagen, okay, mir ist es egal oder macht dich das irgendwie schon traurig, dass da ja teilweise auch Menschenhandel und sowas abläuft? Oh, wow. Also vielleicht wäre das, das ist eine gute Möglichkeit, um vielleicht einiges gerade zu biegen, was hier vielleicht noch nicht angekommen ist. Als ich nach Dubai gezogen bin, war ich ganz anders. Also 2009, 24 Jahre alt, da habe ich mich jetzt um Politik nicht gekümmert. Für mich ging es einfach nur um Business. Was ich aber realisiert habe über die Jahre hinweg, ist, dass Dubai wie ein Startup ist. Dubai ist ja nur eine Stadt, also ein Emirat. Das Land ist ja die Vereinigten Arabischen Emirate. Und dort habe ich gesehen, wie schnell sich das Land in diesem Fall entwickelt hat. Ja, die Gesetze, von denen du sprichst, die sind schon lange outdated. Ja, es gibt
Also Menschenhandel, ich kann ja selber dir sagen, wie das bei mir im Unternehmen ist. Wenn ich meine Mitarbeiter nur einen Tag zu spät bezahlen würde und auch zu wenig bezahlen würde, kriege ich eine SMS von der Regierung, wo drauf steht, mach das nie wieder, sonst kriegst du eine Strafe. Ich zahle die Gehälter gar nicht direkt. Ich zahle sie immer an die Regierung und sie zahlt die dann, damit sie sicherstellen, dass jeder bezahlt wird. Ja, das ist das Erste. Dieses Wage Protection System heißt das. Mhm. Das sind Systeme, die in den letzten 5, 6 Jahren entstanden sind. Frauenrechte, also die, die ich miterlebt habe, ich war ja in Dubai verheiratet, kann ich dir sagen, dass Frauen extrem geschützt sind. Ja, also wirklich, auch als ich durch die Scheidung gegangen bin, habe ich gesehen, dass was da für Rechte eigentlich sind, die hätte ich in Deutschland nicht gesehen. Das heißt, diese Gesetze von Frauen dürfen dies, das nicht, das gibt es in Dubai gar nicht. Also ich sehe das nicht, ich habe es selber miterlebt. Ich hätte ja sagen können, ja, in einem Scheidungsprozess hätte ich mir gewünscht, dass sie weniger Rechte hat. Sie hat aber extrem viele Rechte. Haben die die gleichen Rechte, ja, wie Männer? Ein bisschen mehr, würde ich sogar sagen. Ja. Okay. Das ist und vor Schutz sowieso, also es ist die sicherste Stadt der Welt, würde ich sagen. Also gewählt wurde Abu Dhabi jetzt, glaube ich, eines der Top sichersten Städte, ist ja im selben Land. Dubai sehe ich kaum Kriminalität. Frauen auch nur falsch anzusprechen, kann dich ins Gefängnis bringen. Ja, also das ist extrem falsch dargestellt hier. Das Dritte ist, also Menschenhandel habe ich selber nie gesehen. Es würde auch vom System her, weil alles digitalisiert ist, kaum funktionieren. Ohne einen Ausweis, das nennt sich die Emirates-ID, funktioniert mittlerweile gar nichts mehr. Wenn du registriert bist mit der Emirates-ID, wird dein Gehalt registriert. Und das muss über die Regierung bezahlt werden. Sonst wird die Lizenz der Firma geblockt. Es wird sehr schwierig sein, diese kriminellen Aktivitäten jetzt durchzuziehen. Mittlerweile gibt es ein neues Gesetz, also auch dieses Jahr. Zum Beispiel, ich habe ein unlimitiertes Visa, also 10 Jahre immer wieder renewed. Leute, die keinen Job haben, haben eine Arbeitslosenversicherung. Leute, die keinen Job haben, haben 1,5 Jahre Zeit, um sozusagen so ein Jobsuchenden-Visa zu bekommen. Du wirst nicht mehr bestraft für Sachen, die anderen nicht schaden. Wie ist es mit Schwulsein? Schwulsein, wenn du es nicht, also PDA nennt sich das, ja, also Public Display of Affection. Das heißt, wenn du jetzt grundsätzlich, sagen sie, sei bescheiden und zurückhaltend, also in der Öffentlichkeit, zeig das nicht, also auch nicht mit deiner Frau als Hetero. Also zu viel Zuneigung. Klar, du kannst Hände halten, kannst sie umarmen, aber du musst da jetzt nicht übertreiben. Wird auch nichts passieren, aber das ist nicht konform mit der Kultur. Die sagen einfach, sei ein bisschen zurückhaltend. Was du zu Hause machst, ist zwischen dir und deinem Partner oder deiner Partnerin. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht bestraft. Ja? Was ein großer Unterschied ist natürlich, dass wenn du kriminell bist, also wenn du Drogenhandel machst, dass du dann extrem stark bestraft wirst. Ja? Oder wenn du jemanden umbringst. Und dafür, denke ich, ist Dubai bekannt, dass sie extrem sicher sind. Also wenn du zum Beispiel jemanden umbringst, dann könntest du eine Todesstrafe dafür bekommen. Aber die meisten kriegen dann lebenslänglich und werden danach abgeschoben. Ja, wenn du Ausländer bist und 90% der Menschen in Dubai sind Ausländer. Und die Familie des Opfers kann entscheiden, ob du die Todesstrafe kriegst oder lebenslänglich. Ja, so. Das heißt, ich denke, ich würde mir es auch gerne hier wünschen, dass in Deutschland vielleicht, wenn man extrem kriminell ist, auch davor Angst haben sollte, dafür extrem bestraft zu werden. Auch mit der Todesstrafe? Todesstrafe ist wiederum so ein ganz kniffliges Thema. Also ich sag dir zum Beispiel eins. Ich habe in den letzten 13 Jahren, wo ich jetzt in Dubai bin, ich glaube 2-3 Mal von der Todesstrafe gehört, die dann vollzogen würde. Das ist jetzt auch nicht mega viel. Ne? Und das eine war, da wurde ein 5-jähriger Junge in einer Moschee an einem Freitag vergewaltigt und umgebracht. Ja? Da haben sie die Todesstrafe durchgezogen. Hat auch der Vater von dem Kind dann so entschieden. Ne? Und ja, weiß ich nicht, ob man den Menschen umbringen sollte. Ich bin nicht Gott, das sollte dann der Politiker oder der Staat für sich entscheiden. In diesem Fall kann man so einen Menschen resozialisieren. Was ist die gerechte Strafe? Ich glaube, ich würde das zweiseitig beantworten. Und wie gesagt, ich bin kein Politiker. Aber auf der einen Seite emotional
würde ich sagen, ja klar, so ein Mensch sollte nicht unter uns sein. Rational, vielleicht würde ich sagen, ja, ich bin nicht Gott, ich kann nicht entscheiden, ob der noch leben soll oder nicht. Ist ein sehr kniffliges Thema. Ich glaube, das hat auch die Welt noch nicht ganz gelöst. In vielen Ländern gibt's das. Und ich glaube, die Menschheit ist auch sehr gesplittet. Ne? Man muss immer genau sehen, wenn man dann die Tat vor sich hat, dann sind viele Leute für die Todesstrafe. Wenn man da so nicht betroffen ist und von Weitem so schaut und sagt, ja, Todesstrafe ist unmenschlich. Ich glaube, da gibt's kaum eine richtige Antwort. Da sind die Menschen gesplittet. Und ich bin auch in meinem Gehirn da nicht ganz konform, was da das Richtige ist. In manchen Situationen würde ich sagen, ja, dieser Mensch gehört nicht unter uns. Sollte auch nicht weiterleben. In anderen Fällen würde ich sagen, ja, Auge um Auge wird jetzt auch nicht die Welt schöner machen. Okay. Aber ja, ich bin Unternehmer, ich kann solche Themen nur so. Ja, aber trotzdem, es ist auch mal spannend, dich in so Geschichten zu erleben und auch mal deine Sicht als Bewohner. Du bist ja nur aktiv dahingezogen, deshalb hat es mich interessiert, wie du das die letzten Jahre wahrgenommen hast. Ich kann dir nur spiegeln, was hier so ankommt. Ich weiß, dass die schwulen Menschen, die ich in meinem Umfeld habe, dieses Land oder auch diese Stadt nicht betreten, sondern eher meiden aus Sicherheitsgründen. Und wenn du sagst, hey... Also ich kenne einige Schwule in Dubai. Zumindest kann ich mir sehr gut vorstellen, dass... Okay, ja, vielleicht ist es ja auch jetzt mal positive Werbung. Aber ja, ich glaube, es ist nur fair, beide Seiten zu sehen. Und wenn du sagst, das ist wie ein Startup zu betrachten, was sich auf einem guten Weg befindet, dann ist das ja schon mal sehr mutmachend. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist unfassbar spannend, was du für einen Weg hingelegt hast. All in all, dass deine Motivation bis heute deine eigene Schwester ist und du da auch immer noch dran bleibst, obwohl ja viele Ärzte wahrscheinlich dir schon gesagt haben, hey, Herr Jeltschin, das ist so, was sie sich da vorstellen, nicht realistisch. Und trotzdem siehst du ja dann doch irgendwie immer mal wieder jemanden, der motiviert ist, da einen weiteren Schritt zu machen. Du hast die finanziellen Möglichkeiten, um vielleicht auch den einen oder anderen dazu zu motivieren, der sagt, es lohnt sich nicht. Und du sagst, doch, für mich persönlich lohnt sich das. Und ich drück dir da ganz, ganz fest die Daumen, dass das noch weitergeht. Und ich meine, Epilepsie ist keine Krankheit, an der man jetzt schnell verstirbt. Es kann aber auch schief laufen. Und es gibt ja sehr viele Arten von Epilepsie. Und übrigens, was auch einer meiner Hoffnungen ist, also wenn man an Epilepsie arbeitet oder beziehungsweise an Gendefekten, ja, die durch Zufallsmutationen passieren können oder vererbt, dann sieht man, dass zum Beispiel du während der Forschung eventuell nicht dieses Problem löst, aber ein anderes. Zum Beispiel Autismus ist ein Gendefekt. Ja? Es gibt viele Krankheiten, die sehr benachbart sind. Das heißt, du kannst mit einer Lösung vielleicht Millionen von Menschen helfen. Dann kann es sich eventuell doch lohnen. Ja? Und ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn wir einfach aufgeben. Ich glaube, für jede Krankheit gibt es eine Heilung. Ich sag's dir, wie es ist. Ich werde mir dein Buch auf jeden Fall mal reinziehen. Für alle, die jetzt hier zugeschaut haben und das interessant finden, wir verlinken das auch unten. Und ich werde dich jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm haben. So viel steht fest. Das vielleicht ist super. Muss ich dich da in Dubai auch mal besuchen kommen und mir ein Bild verschaffen. Dann zeigst du mir einfach mal die Welt. Ich war da nämlich das letzte Mal vor 6 Jahren, 7 Jahren zum Basketballspielen. Ich habe Nationalmannschaft gespielt. Oh, wow. Und wir waren da von einem der Scheichs eingeladen zu einem großen Turnier. Und dann habe ich das mal für eine Woche sehen können. Und vielleicht gibt es aber auch noch viele Facetten, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ich weiß auf jeden Fall, eine Woche. Burj Khalifa ist nicht alles, was man sich dort anschauen kann. Ja, das stimmt. Es gibt noch sehr viel mehr. Genau, aber ich danke dir auf jeden Fall erstmal, dass du den Weg hierher gemacht hast und so viel erzählt hast. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt die mal unten rein und vielleicht müssen wir eine Fortsetzung in Dubai drehen und eure Fragen dann beantworten. Aber jetzt kennen wir uns auf jeden Fall. Gerne. Wir winken zur Verabschiedung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr cool. Danke. Sehr stark, wirklich.